Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich bin heute mal früh um 8 Uhr im Garten. Ja, und wollen wir mal gucken. Ich möchte gerne die Tomaten ein bisschen mit Rankhilfen versehen, damit die besser wachsen können. Also, dann kommt mal mit. Schaut nur mal, wie das alles hier so gewachsen ist. Also hier beginne ich jetzt die drei Rankhilfen für die Tomaten in die Erde hineinzugraben. Leider habe ich die Kameraeinstellung irgendwie unglücklich gewählt, sodass ihr die Tomaten gar nicht sehen könnt. Später sieht man sie nochmal, also schaut trotzdem weiter zu. Es ist ja schon wichtig, dass man den Tomaten hilft. Das sind Buschtomaten, so kleine Kirschtomaten, die wir uns da eingepflanzt haben. Und mit drei oder vier solchen Rankhilfen kann man die sehr gut unterstützen, dass die in Ruhe nach oben wachsen. Sonst verteilen die sich auf dem ganzen Beet. Und so viel Platz haben wir ja jetzt auch nicht. Auch wenn das so aussieht, wie wenn das mir alles gehört, was ihr seht. Also unser Garten ist ja wie gesagt nur 1 Meter breit und aber 30 Meter lang. Und das, was ihr so im Hintergrund seht, ist jetzt nicht mein Garten, nur das auf der linken Seite. Ja, und jetzt seht ihr die Tomaten schon ein bisschen unten hochspitzen. Da habe ich sie schon angebunden, dass sie gut wachsen können. Und jetzt seht ihr auch, wie ich das gemeint habe, mit dem Bindfaden und mit diesen drei Stäben. Rechts seht ihr übrigens die Rankhilfe für die Erbsen. Die sind aber erst gesät, also die brauchen noch, die kann ich, da sieht man jetzt noch nichts. Obwohl es früh um 8 Uhr ist, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ist es schon total heiß. Es ist unglaublich dieses Jahr. Ja, und hier seht ihr unsere Gurken, schaut mal, die gedeihen auch unheimlich gut. Man muss ein bisschen suchen, weil die sich unter den Blättern verstecken. Es ist gerade noch am Anfang, später werden das noch ganz, ganz viele Gurken werden. Ich gebe auch gerne immer noch ein bisschen Energie drauf. Und schaut mal, die Gurken haben alle so kleine Stacheln. Diese Stacheln mache ich gleich hier am Beet weg, indem ich die so ein bisschen aneinander reibe. Und dann kann man die sehr gut aufheben und dann auch verzehren. Da seht ihr die Physalis. Da haben wir eine Pflanze Physalis gepflanzt und die braucht auch ein bisschen Unterstützung. Die hat sich schon zum Nachbarsgarten hin fast umgelegt. Die binde ich jetzt mal ein bisschen fest, damit sie besseren Halt hat und schön wachsen kann. Oh, da freue ich mich auch schon drauf. Das schmeckt bestimmt super, super gut aus dem eigenen Garten. Bisschen mit Bindfaden festbinden und dann kann sie ihre Kraft verwenden, um die Früchte zu erzeugen. Schaut mal, wie groß die Sonnenblume gewachsen ist. Und das ist auch die erste Blüte. Es ist so toll. Und wie groß die ist. Und die wird noch größer als ich. Schön bist du. Ganz fein.